Das Zweite, wo man darauf achten muss, ist, es spielt eigentlich keine Rolle, was die Firma in der Vergangenheit gemacht hat, sondern es spielt alles nur eine Rolle, was sie in Zukunft machen wird. Und Zukunft ist leider nicht beobachtbar. Also das muss man sich bewusst sein. Die wichtigste Information, die du als Anleger brauchst, ist nicht beobachtbar. Ist einfach so. Das sind Spekulationen. Du hast mir aber das letzte Mal gesagt, der Preis widerspiegelt eigentlich, was der Markt denkt, dass die Aktie wird Wert haben. Genau. Also in welche Richtung dass es geht. Also gehe ich davon aus, dass der Preis also in dem Sinne auch etwas aussagt über die vermutete Zukunft. Ja. Kann man das sagen, oder? Ja, denke ich, kann man sagen. Also das ist ja so. Je mehr eine Firma wert ist, desto mehr erwartet man, dass sie in Zukunft Gewinn macht. Mhm. Sonst würde das alles keinen Sinn machen. Mhm. Oder? Mhm. Richtig. Das ist absolut richtig so. Es ist aber immer noch ein grosses Problem, weil da könntest du im Prinzip sagen, wenn die alle recht haben, was die Zukunft wird sein, dann muss ich ja gar nicht mehr entscheiden, weil dann ist es ja eigentlich schon im Marktpreis drin. Und wir wissen ja, dass die Aktien grosse Schwankungen machen. Das heisst, offenbar... Man hat gestern noch ganz eine andere Meinung gehabt als heute. Oder? Die Meinungen ändern sich sehr rasch. Also es ist nicht wirklich eine gute Orientierungsgröße. Also die einfach die grössten Firmen zu nehmen, die am meisten Wert haben, ist nicht unbedingt auch das Richtige oder zum Auswählen. Das ist das, was Indexfonds machen. Hast du schon mal gehört von Indexfonds? Da tut man im Prinzip die Firmen rein, das ist ein Anbieter, eine Bank, die tut all die Firmen, die sehr teuer sind und sehr gross sind, tut man rein in einen Korb. Man nimmt einfach die grössten, man sagt, das sind die, die am meisten Zukunftspotenzial haben. Mhm. Und das ist dann ein Index. Da gibt es zum Beispiel den Swiss Market Index, der hat die grössten 20, 25, 20 Firmen, glaube ich. In der Schweiz drin. Genau, der Schweizer Markt. Oder? Und dann ist es auch so, je grösser die Firma ist, desto grösser ist die Bedeutung dieser Firma. In dem, in dem Basket. Ja. Also momentan Nestlé, Novartis oder? Und auch die Grossbanken haben eine grosse Bedeutung in dem Warenkorb, in dem Swiss Market Index. Du kaufst also, wenn du einen Index kaufst, kaufst du vor allem grosse Firmen, die sehr teuer sind. Wohl ohne Bedeutung haben für den Markt insgesamt, oder? Wo dadurch durch ihre Größe und ihre Werthaltigkeit eben auch eine sehr grosse Bedeutung haben für den Markt. Das ist aber nicht unbedingt die intelligenteste Art, Aktien auszuwählen, oder? Also du willst nicht unbedingt die Aktien kaufen, die alle anderen auch kaufen wollen, und darum ist sie so teuer, oder? Das ist ja so, ja. Genau. Gleichzeitig weisst du die Zukunft nicht.